Herzlich willkommen im nächsten Teil unseres PC-Kurses. Dies ist das dritte Modul zur Tabellenkalkulation. Hier lernst du jetzt, wie man mit Hilfe einer Tabellenkalkulation ein Diagramm erstellt und gestaltet. Um Daten in einem Diagramm darstellen zu können, müssen sie natürlich vorher in einer Tabelle erfasst sein. Ich nehme jetzt einfach mal die Tabelle aus unserem Modul Nummer 1 mit dem Wasserverbrauch. Und ja, ich habe den Tippfehler inzwischen auch gesehen und korrigiert und markiere jetzt einfach mal die Daten, die ich in einem Diagramm sehen möchte. Das Ganze beginnt im Feld A5 und endet im Feld B10. Wenn ich jetzt ein Diagramm haben möchte, gibt es einerseits die Möglichkeit, dass ich hier auf Einfügen und dann auf Diagramm klicke. Und dann öffnet sich ganz viel. Ich breche das aber mal wieder ab und zeige, dass ich das Gleiche auch erreichen kann, wenn ich erst markiere und dann hier auf Diagramm einfügen klicke. Ich kann vor allen Dingen jetzt erstmal den Diagrammtyp mir aussuchen. Bekannt sind Säulendiagramm, Balkendiagramm, Kreisdiagramm. Später ist auch noch wichtig XY, Streudiagramm und das Liniendiagramm. Ich wollte ein Kreisdiagramm machen, deswegen wähle ich das mal aus. Und habe hier noch verschiedene Darstellungsformen im Angebot. Auch 3D-Darstellungen können erzeugt werden, aber ich gebe mich mal mit dem ganz einfachen zufrieden und klicke auf Fertigstellen. Und schon habe ich ein Diagramm. Das Ganze ist als Objekt in das Datenblatt eingefügt und im Moment auch gerade markiert. Ich gehe mal kurz zurück auf die Tabelle und wenn ich hier wieder einmal anklicke, ist es wieder markiert. Man erkennt es an diesem Kästchen am Rand. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass das Objekt die Tabelle verdeckt und auch etwas zu groß ist. Ich kann es hier durch Klicken und Ziehen der Maus so anpassen, bis es mir gefällt. Und dann kann ich auch das ganze Objekt dahin schieben, wie ich es haben möchte. Mache es hier vielleicht wieder ein bisschen größer. Und nun habe ich insgesamt eine Darstellung, die ich so ganz schön finde. Ihr habt ja jetzt schon gesehen, es ist ganz einfach, ein Diagramm zu erzeugen. Und vielleicht gefällt mir das auch schon. Aber vielleicht möchte ich es auch verändern. Und dazu zeige ich euch ein paar Möglichkeiten, wie das geht. Ich markiere erstmal mit einem Doppelklick das Objekt und dann mit einem Doppelklick das Diagramm selbst. Beim ersten Mal klicken sieht man hier, jetzt ist das Diagramm schon markiert. Und wenn ich es dann nochmal anklicke oder doppelklicke, öffnet sich ein neues Menü, wo ganz viele verschiedene Sachen angeboten werden. Hier gibt es etwa den Reiter Optionen und dort steht eine Linie auf 90 Grad. Damit ist gemeint, das Diagramm beginnt hier mit einer senkrechten Linie und dreht sich dann entsprechend nach links weg. Das kann ich aber auch eben in einem anderen Winkel starten lassen. Aber ich bleibe mal bei 90 Grad, ist eigentlich gar nicht schlecht. Mit Fläche kann ich das Diagramm ausmalen, würde allerdings jetzt alles komplett in der gleichen Farbe ausmalen. Das zeige ich ein bisschen später, wie das geht. Ich möchte für den Anfang lieber ein paar Linien um die einzelnen Diagrammteile haben. Gehe also hier auf Linie. Bis jetzt haben wir noch gar keine Linie. Ich möchte aber eine durchgängige Linie haben. Schwarz ist in Ordnung. Okay. Und siehe da, alle Diagrammteile sind mit schwarzen Linien umrandet. Jetzt möchte ich als nächstes die Farbe vielleicht von einzelnen Kuchenstücken anpassen. Mathematiker nennen sowas Sektor. Also etwa den Sektor, der jetzt hier Toilette darstellt. Ist die Farbe rot und ich denke, ach, vielleicht passt braun besser für Toilette. Dann klicke ich jetzt nochmal zweimal das Diagramm an und dann, jetzt wo man gerade hatte, alle Sektoren noch markiert, den Sektor, den ich verändern möchte. Dann hat er hier so ein Kästchen drum, erkennen wir. Und wenn ich jetzt Doppelklick mache, kann ich nur diesen Sektor verändern. Ich gehe auf Fläche und dort ist auch rot eingestellt. Ich wollte aber eine Braunfarbe haben, das ist im Prinzip ein Orange, dass ich dann noch hier mit der Farbpalette etwas dunkler mache. Sagen wir so. Ihr habt wahrscheinlich schon sofort gesehen, dass da auch noch ganz interessante Effekte möglich sind. Ich zeige das mal etwa für Wäsche. Also wieder anklicken, bis der Sektor markiert ist. Den Sektor hier möchte ich verändern. Doppelklick. Statt einer Farbe kann ich auch etwa einen Farbverlauf eingeben. Sagen wir mal, ich möchte Wäsche einen blau-weißen Farbverlauf haben, linear. Hier ist eine kleine Vorschau. Oder axial, dann ändert sich das so hier in der Mitte und zur Seite hin. Oder radial, dann habe ich hier einen Punkt, der sich so in der Seite hinausstreift und kann auch hier die Farben festlegen. Zum Beispiel, es kann von weiß nach blau gehen. Nehmen wir hier einen schönen Blauton. Klicke auf OK und dann habe ich einen entsprechenden Farbverlauf in diesem Sektor, was auch ganz faszinierende Effekte erzeugen kann. Als nächstes beschäftige ich mich mit der Legende. Das ist hier rechts das Feld, das mir zeigt, welcher Bereich in welcher Farbe dargestellt ist. Das kann ich auch entsprechend verändern. Das geht zum Beispiel hier oben über Legende ein- oder ausschalten. Und hier kann ich auch draufklicken und erhalte ein Menü, wie ich die Legende verändern kann. Ich klicke nochmal auf OK.
Das gleiche erreiche ich auch, wenn ich die Legende doppelt anklicke. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, ach, die Legende möchte ich auch gerne farblich hervorheben. Gehe hier auf Farbe und wähle, sagen wir mal, ein helles Gelb aus. Und schon habe ich die Legende farblich abgesetzt vom Hintergrund. Oder es gefällt mir nicht, dass die Legende auf der rechten Seite ist. Ich gehe nochmal hier auf Legendeneigenschaften. Und dann kann ich hier auf Anordnung gehen und kann sagen, die soll nicht rechts, sondern links angeordnet sein. Ihr seht schon, die Menüs sind unglaublich groß und ganz viele Möglichkeiten gibt es da. Probiert einfach aus, was macht. Man kann auch sagen, ich brauche überhaupt keine Legende. Dann schalte ich halt die Sichtbarkeit der Legende aus, entweder indem ich hier auf das Symbol klicke oder indem ich die Legende markiere und die Taste Entfernen auf der Tastatur drücke. Schwupps, ist das Ding weg. Wenn ich aber keine Legende habe, dann weiß ich natürlich jetzt gar nicht, was in welcher Farbe hier dargestellt ist. Ich kann der Tabellenkalkulation aber auch die Anweisung geben, dass ich es direkt in das Diagramm reinschreiben soll. Dazu muss ich das Diagramm wieder markieren und jetzt klicke ich mit der rechten Maustaste und finde hier den Hinweis Datenbeschriftung einfügen. Und sofort sind die Zahlen, die hier in der Tabelle eingetragen sind, auch im Diagramm zu sehen. Übrigens geht weiterhin, wenn ich eine Zahl hier ändere, passt er das Diagramm sofort dem Ganzen an. Steuerung Z rückgängig. Vielleicht möchte ich aber nicht nur sehen, welche Zahlen da drin stehen, sondern auch welche Bereiche dem zugeordnet sind. Wieder markiere ich das Diagramm, rechte Maustaste und was vorher jetzt war, Datenbeschriftung einfügen, heißt jetzt Datenbeschriftung formatieren. Ich klicke das mal an und dann sehe ich hier bei Datenbeschriftung unter diesem Reiter, bis jetzt ist nur das Häkchen gesetzt für Wert als Zahl, kann ich auch in Prozent angeben. Ich möchte aber auch gerne die Kategorie dazu sehen. Als Trenner könnte man ein Leerzeichen einsetzen oder vielleicht einen Doppelpunkt, Zeilenumbruch, sowas in der Richtung. Weil die Sektoren hier oben zu schmal sind, hat die Tabellenkalkulation automatisch die zu geringe Beschriftung an den Rand gesetzt. Wenn ich hier mit der rechten Maustaste anklicke, kann ich zum Beispiel auch andere Diagrammtypen auswählen. Sagen wir mal, ich möchte jetzt nicht nur so ein einfaches haben, sondern ein 3D-Diagramm. Kann ich etwa dieses hier auswählen? Oder eins mit einzelnen Stücken oder ein Ring. Es gibt so viele Sachen, die man machen könnte. Wenn ich das jetzt alles erzählen wollte, dann setzen wir hier noch 2 Stunden. Und deswegen mache ich das nicht. Das Beste ist einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und am Ende weißt du dann, mit welchen Schritten du am schnellsten auf deine Art und Weise dir ein schönes Diagramm erstellst. Viel Erfolg dabei. Mach's gut.